So, hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Also, ich habe inzwischen herausgefunden, dass mein Mikrofon eine Echo-Funktion hat und deswegen habe ich im letzten Video mich angehört, als ob ich mitten in einer riesengroßen Kirche rumhocke und ich hätte jetzt eine ganz, ganz schlechte Idee so, aber den lasse ich lieber. Aber man kann es auf jeden Fall durch den Regler. Kann man das ausmachen? Das da ist die Mikrofonlautstärke, das ist die Lautstärke vom Kopfhörer. Man kann dann Kopfhörer anschließen. Aber da ich ja im Moment noch mit Bild mache, möchte ich da kein Mikrofon anschließen, weil ich ja dann sozusagen dappig aussehe, mit einem Kopfhörer vor euch zu hocken. Ja, gut, dann haben wir diese Problematik auch schon erledigt und dann kann man doch jetzt tatsächlich mal anfangen, euch über die neuesten Stände im Salon zu informieren. Also, inzwischen habe ich ja wie gesagt meinen Schreibtisch und mein erster neuer Bildschirm ist auch schon da und der steht jetzt hier, weil ich, wie gesagt, und dadurch konnte ich meinen alten Bildschirm in den Salon rübertragen und kann da jetzt dann offiziell arbeiten. Meine PCs habe ich auf den Rollen getan, die kann ich jetzt dadurch auch mobil bewegen. Und ja, ab jetzt bin ich freier in meinem Tun, wenn ich das so möchte. Ja, dann habe ich die Tage eine Menge Kabel gekauft, also wirklich ganz, ganz viele Kabel, weil einfach alles, was da drüben ist, muss verkabelt noch werden. Und das wird dann auch ein Riesen-Act. Da fällt mir ein, ich brauche auch noch Kabelkanal. Ich schreibe mal ganz kurz auf Kabelkanal, sorry. Ja, damit hätten wir das auch auf. Ich lasse mal meinen Stift lieber gleich aktiviert. Ja, dadurch habe ich das dann endlich mal erledigen können. Dann auch was ich neu in meinem Salon habe, diese wundervollen, coolen Post-its. Die habe ich bei Temu gesehen, tatsächlich. Aber ich würde nicht mal bei Temu bestellen, wenn es der letzte Laden auf der Welt ist, weil ich habe gar keine Lust darauf, dass meine Daten irgendwo in einem chinesischen Server rumhängen. Und dann jetzt vor ein paar Wochen sind sie dann auch bei Amazon, wie es scheint, reingekommen. Oder besser gesagt, ich sehe jetzt halt dann vorletzte Woche entdeckt. Und ja, das sind durchsichtige Post-its. Und das war nicht halt einfach eine coole Idee. Und da habe ich mir dann halt einfach welche geholt. Und ja, ich könnte meinem Papa noch welche schenken, fällt mir gerade ein. Der freut sich über sowas auch immer. Mama habe ich schon welche geschenkt. Weil da gab es auch noch so kleine, so rechteckige, so Mini-Dinger, wo man nur so zwei, drei Worte draufschreiben kann. Und da habe ich dann gesagt, die kann Mami haben. Ja. Wobei mir einfällt, Mama ist eigentlich gar nicht so die Post-it-Nutzerin, aber gut. Ja, was noch? Was gibt's noch? Ich habe jetzt die ersten Kisten auf meinen neuen Schrank aufgetan. Der ist jetzt auch endlich komplett und fertig eingeräumt. Also da passt, der ist proppenvoll. Und ich bin sowas von immer noch happy, weil der gefällt mir so gut und der ist einfach auch er passt unglaublich gut ins Zimmer. Er ist wunderbar und ja. Ich kann mich da echt, da kann man sich so grundsätzlich nicht beschweren. Ein Problem habe ich schon entdeckt. Leider wird der Salon, obwohl er sehr isoliert ist, also vor ein paar Wochen gab es mal einen richtig heißen Tag und am 29. Juni und da war es dann auch hier in der Wohnung unerträglich heiß. Also wirklich sengende Hitze. Ich weiß nicht, woher es kam, aber es war halt einfach so. Ja, und das ist sowas, wo ich noch dran arbeite. Im Moment bin ich auch auf der Suche nach einer Klimaanlagenlösung. Also mir persönlich wäre eine Split-Klimaanlage das Liebste. Meine Mom will wegen unserem alten Stromnetz lieber keine Split-Anlage.
ja, da wird sich dann irgendwann mit der Zeit zeigen, was es dann wird. Aber jetzt diesen Sommer werde ich auf jeden Fall noch mal mit meiner kleinen Klimaanlage probieren, ob ich das alles kalt bekomme. Und ja, und der einzige Vorteil ist, Stand jetzt gerade wird es wahrscheinlich eher sehr spät sehr warm, weil neue Sache gefunden, bin total begeistert, bin Fan davon. Ein 100-jähriger Kalender, der einem ungefähr sagt, wie das Wetter in jener Zeit und so weiter wird, also wie es dann wird, dann die nächsten Wochen, Monate und so. Und ja, das ist schon cool. Also, ich hab den jetzt als App auch gefunden. Als App, oh, echt voll die blöde Formulierung. Ja, und dann habe ich den auf jeden Fall jetzt auch als App und dann habe ich mal geguckt, wie so das Wetter die nächsten Wochen wird und habe da dann dementsprechend erstmal noch keine so krasse Sorge. Hey, der sieht auf dem Handy viel besser aus als auf dem iPod. Gemein. Ja, auf jeden Fall hier. Das ist dann dieser Kalender. Ich hoffe jetzt mal, dass der scharf wird gleich. Ich komme hier. Ja gut, dann heute noch ein bisschen näher. Nicht tun, ja. Ja, ich halt, warte mal, ich glaube, wenn ich so mache und dann so, dann könnte es vielleicht besser zum Sehen sein. Nein, kein Stück. Aber auf jeden Fall steht hier, dass erst am 11. bis zum 31. es beginnt das heißeste Wetter, große Trockenheit und die Nächte sind kühl. Und da war jetzt gerade heute, stand jetzt in dieser Sekunde, der 9. Juli erst haben. Da ist jetzt also frühreif, ist vom 9. bis zum 10. und ab dem 11. bis zum, das ist ja schon ab übermorgen. Ob das so stimmt? Weil meine Wetter-App sagt wiederum, dass es jetzt die nächsten 2, 3 Tage eiskalt werden soll. Also da haben wir dann zwischen 25 und 28 Grad. Nee, 22 und 28 Grad. Ich bin mal gespannt, was am Ende sich als richtig herausstellt. Ich bin da jetzt gerade total begeistert davon, von diesem Gedanken, mal ein bisschen Wetterbeobachtung zu betreiben. Und ja, ich liebe es einfach, dem Wetter zuzugucken. Also nicht im Sinne von, ich gucke dem Wetter zu, wie so, also man stalkt Wetter ja nicht. Also das ist ja nicht so das kann man ja nicht, glaube ich. Kann man Wetter stalken? Naja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall habe ich dann das beobachte ich tracke das Wetter, wie man so schön sagt. Und deswegen, ich gucke gerade immer jeden Tag, dass ich auch so die Aufnahmen vom, wie das Wetter jetzt gerade ist, angeblich laut meiner App und so. Meine Mom schreibt ja auch schon seit Jahren. Na du? Bisschen warm ist es, Da kann ich jetzt nichts machen. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Oh, da fällt mir was Schönes ein. Ich habe seit geraumer Zeit so einen Klimaventilator im Kopf und Hasen dürfen da keinen direkten Zug abbekommen. Aber wenn ich den theoretisch auf den Schrank drauflege, dann ist es sehr weit weg vom Hasen. Aber kalte Luft steigt ja nach unten. Das könnte funktionieren, muss ich mal später mit meiner Mom besprechen. Ja, auf jeden Fall. Das sind gerade so die Sachen. Das ist sowas, was ich mache. Weil im Salon drüben habe ich eine Wetterstation, wo ich immer gucken kann, wie die Raumtemperatur ist. Und seitdem ich die habe, bin ich total fasziniert von diesem, wie warm wird's, wie warm ist es, wie warm könnte es noch sein, Thematiken. Ja, das war alles soweit. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was bei euch so los ist.
Mehr kann ich euch zum Salon gerade gar nicht sagen, weil da tut sich, wie gesagt, nicht mehr gerade nicht so viel. Ich habe heute an einen von meinen, also an den Schreibtisch, an das Zusatzschränkchen, habe ich heute so Noppen gemacht, damit es, wenn man die Tür zumacht, dass es nicht so krass laut ist. Aber das sind ja jetzt so die kleinen Feintunings, die man jetzt noch machen kann, muss. Und ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch sagen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was bei euch gerade so los ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.